Und dann dürft ihr euch alle langlegen und gehen wir auf die Reise. Wie kann ich eine weiche, schöne, entspannte Rückenmuskulatur entwickeln, indem ich kleine atmende Bewegungen mache und lerne, immer wieder lerne, dass es darum geht, dass mein Nervensystem lernt, dass ich das so machen kann, die Bewegungen, dass nicht die Muskeln diejenigen sind, die unglaublich viel machen müssen, sondern mein Nervensystem. In meinem Gehirn ganz viel Bewegung geschieht. Immer wieder lernen wir und üben wir genau das. Und dass ich darauf achte, was meine Bewegungsqualität ist, sodass ich sie auch immer wieder in den Alltag übertragen kann. Dann dürft ihr jetzt spüren, wie ihr aufliegt. Und euch einen Moment Zeit lassen, zu fühlen, wie die Schwerkraft auf euch wirkt. Wie schwer ist mein Kopf? Und was verändert sich, wenn ich das Gewicht meines Kopfes spüre? Und den Ort, auf den mein Hinterkopf liegt, fühle. Und das Gewicht abgebe vom Kopf. Ja, der Kopf ist ja recht schwer. Kann bis zu 7 Kilo wiegen. Verblüffend schwer. Und ich lasse mal das Gewicht in die Schwerkraft sinken. Sehen, ob sich etwas verändert. Oft sind so ungeahnte, ungefühlte Spannungen im Halsbereich, wo wir immer noch so ein bisschen den Kopf halten. Und ich gebe jetzt einfach mal das Gewicht ab. Nun spüre ich, wie meine Halswirbel sich anfühlen und versuche auch hier, da ist ja meistens so ein Raum unter den Halswirbeln, die berühren den Boden nicht, aber ich kann das Gewicht versuchen abzugeben. Und die erste Berührungsfläche der Wirbeln, vielleicht der siebte Wirbel beim Rücken, die dann im Kontakt mit dem Boden sind. Oder mit meiner Liegefläche. Was verändert sich, wenn ich auch hier Schwerkraft und Gewicht fühle und das Gewicht wirklich abgebe? Und dabei auch meine Atmung fühle. Und dann nehme ich meine Schulterblätter wahr und gebe auch hier mein Gewicht ab. Wie kann ich die Schulterblätter loslassen? Und rechts und links mein Gewicht abgeben.
Was für ein Gefühl entsteht, wenn ich ganz bewusst meine Schulterblätter fühle und das Gewicht loslasse? Wie viel wiegen die wohl? Und wie ist es, wenn ich meinen rechten Arm in die Schwerkraft abgebe? Mir vorstelle, wie viel wiegt wohl mein rechter Arm bis zur Hand? Einfach das Gewicht abgeben. Ist immer wieder unbewusst, dass wir bestimmte Muskeln dort noch halten. Und das macht sehr viel Sinn, überhaupt mal hineinzuspüren und wahrzunehmen, wie viel kann ich da nochmal loslassen. Und genauso ist es mit dem linken Schulterblatt und der linken Arm und Hand. Ich gebe mein Gewicht ab, sodass ich richtig von der Schwerkraft getragen werde. Nun gibt es da irgendwo kleine Mikrobewegungen, bei denen ich merke, ah ja, jetzt ist doch noch mal ein bisschen etwas tiefer gesunken. Genauso ist es jetzt mit meiner Wirbelsäule und dem Rücken. Welche Unterschiede bemerke ich zwischen rechts und links? Und wie ist es, wenn ich jetzt mein Gewicht abgebe? Sodass ich versuche zu spüren, wie schwer ist wohl eigentlich mein Brustkorb? Und wie schwer ist mein Becken? Und welche Unterschiede bemerke ich in der Liegefläche, sowohl im Rücken als auch im Becken? Und gibt es da noch etwas, was loslassen kann, wenn ich mich dort hineinfühle? Gibt es kleine Mikro-Loslassbewegungen, die ich wahrnehmen kann? Und wie schwer ist jetzt noch mein rechtes Bein bis zum Fuß? Und kann ich das Gewicht vom rechten Bein abgeben? Skelett, die Muskeln, die Haut. Wie schwer ist wohl mein rechtes Bein? Und dann nochmal das linke Bein. Und dann dürft ihr nochmal die Atmung beobachten und spüren. Wie lang dauert meine Einatmung? Wie lang ist die Pause danach? Und wie lang atme ich dann aus? Lass mal einfach so beobachten, was ist mein Rhythmus? Und wie lang ist die Pause zwischen Ausatmen und Einatmen? Ihr bewusst und dafür könnt ihr gerne, wenn ihr wollt, auch die Beine beugen und die Füße aufstellen, damit der Rücken schon mal bequemer liegt. Etwas länger ein- und ausatmen. Einfach, dass ich den Zeitraum des Einatmens und des Ausatmens länger gestalte. Und insbesondere das Ausatmen. Und wichtig ist auch dabei, dass wir durch die Nase ein- und ausatmen. Wenn wir durch die Nase ein- und ausatmen, fördern wir die Bereicherung unserer Zellen mit Sauerstoff und dass die Luft angemessen auch gefiltert wird.
Und versucht jetzt, wenn ihr ausatmet, immer länger auszuatmen, bis ihr merkt, dass der Bauch immer flacher wird, bis ich keine Luft mehr drin habe. Und dann lasst ihr euch Zeit, wieder einzuatmen. Und beobachtet, ob dadurch der Bauch sich nochmal anders wölbt, wenn ich einatme. Und kann ich, während ich ein- und ausatme, meinen Mund weich lassen, meine Zunge weich lassen? Augen weich lassen, Schultern, dass ich leicht und anstrengungsfrei ein- und ausatme, auch wenn ich etwas länger ausatme. Ob sich dadurch die Qualität des Einatmen erweitert und verlängert und ja, tiefer oder klarer wird. Und dann könnt ihr wieder erstmal ganz normal, so wie üblich, atmen und beobachten. Hat sich etwas verändert? Wie bewegt sich mein Zwerchfell? Und wie bewegt sich mein Beckenboden, wenn ich ein- und ausatme? Und wie sieht es aus mit dem Zwerchfell, das ich über der Kehle habe? Dort haben wir auch eine Art Zwerchfell. Da spüren wir, dass es sich öffnet oder schwingen kann, wenn wir zum Beispiel gähnen. Das könnt ihr einmal ausprobieren, einfach so tun, als würdet ihr gähnen. Dann merkt ihr, dass ihr dort etwas öffnet. Ja, und das schwingt auch mit dem Zwerchfell im Abdomen und im Beckenboden. Ja, und mit diesen verschiedenen Eindrücken unserer Atmung, dann dürft ihr einmal jetzt auf die rechte Seite rollen, mit angewinkelten Beinen. Könnt euch gerne ein Kissen unter den Kopf legen. Und wir legen jetzt beide Arme vor uns, sodass die Handflächen aufeinander liegen. Und dann lasse ich jetzt meinen linken Arm nach vorne gleiten und wieder zurück zur Mitte. Und dabei atme ich ein. Das heißt, während mein Schulterblatt nach vorne gleitet und meine Rippen sich nach vorne bewegen, atme ich in diesen Bereich hinein, hinter dem Schulterblatt. Unter dem Schulterblatt, dort, wo meine Rippen im Rücken sind, sodass ich jetzt bewusst, während ich diese Bewegung mache, die ihr alle ja schon kennt, aus vielen Feldenkreisübungen, aber mein Fokus ist jetzt in der Bewegung und der Weitung der Rippen im Rücken, während ich jetzt vor und zurück gleite mit dem Schulterblatt. Ja, ich liege auf der rechten Seite, meine Arme liegen aufeinander und mein Schulterblatt, das linke Schulterblatt, gleitet vor und zurück. Doch mein Kopf rollt vor und zurück, sodass die Nase immer wieder so ein bisschen Richtung Boden zeigt
Und dann Richtung Decke. Und kann ich meinen Mund und meine Zunge locker lassen dabei? Und wie weit spüre ich meine Rippen im Rücken? Bis die schwebenden Rippen unten über der Taille, kann ich das spüren? Wunderbar. Loslassen. Einen Moment Pause machen. Wie bewegt sich jetzt die linke Rippenseite, wenn ich ein- und ausatme? Habe ich da jetzt schon ein anderes Gefühl? Und dann könnt ihr nochmal auf der Seite liegend, beide Arme liegen vor euch, das obere Schulterblatt, also das linke Schulterblatt, nach hinten rückwärts gleiten lassen. Und dann atme ich jetzt wieder ein in den Rippen und mein Fokus ist aber jetzt wie so auf den vorderen Rippen links, die jetzt bewegt werden dadurch, dass mein Schulterblatt rückwärts geht und mein Kopf darf mitrollen, so dass ich immer wieder zur Decke schaue dabei. Und mein Fokus ist auf das Einatmen in die Rippen links oben, während ich mein Schulterblatt weite und sozusagen auch Raum schaffe für das Einatmen, kann ich auch spüren, dass mein Schlüsselbein sich mitbewegt, wenn ich einatme. Sehr schön. Wie ist die Qualität meiner Bewegung? Ne? Ich kann hier ganz langsam, achtsam, vorsichtig mich bewegen. Muss nicht sehr viel machen, muss nicht sehr kraftvoll sein. Und dann wieder loslassen. Und gerne könnt ihr euch auf den Rücken legen und auf den Rücken Pause machen. Wie fühlt sich jetzt die linke Schulter an, die linke Brustkorbseite, die Atmung auf der linken Rippenseite? Kann ich spüren, dass eine Veränderung stattfindet? Vielleicht der gesamten linken Seite meines Körpers. Während ihr hier liegt, könnt ihr einmal mit dem Kopf ein bisschen rollen, nach rechts und nach links. Einfach die Qualität fühlen. Wie bewegt sich der Kopf? In welche Richtung rollt er sich leichter? Und ohne das zu forcieren, ich versuche nicht, meinen Kopf dazu zu bringen, sich noch mehr zu rollen oder zu drehen, sondern ich versuche zu lauschen in den Körper und eine angenehme Bewegungsqualität herzustellen in der Bewegung und Unterschiede zu fühlen. Und wieder loslassen. Wie ist das Gewicht jetzt auf der rechten Seite und wie ist mein Gewicht auf der linken Seite? Hat sich da etwas verändert in der Art und Weise, wie mein Körper in der Schwerkraft abgibt? Das Gewicht abgegeben wird.
Seite bitte nochmal auf die gleiche Seite rolle. Die rechte Seite. Beine angewinkelt und der Kopf gut abgestützt. Es ist wichtig, dass der Kopf nicht so hängt und dass ihr dadurch das Gefühl bekommt, dass der Nacken angestrengt ist, sondern wenn ich auf der Seite bin, da ist ja die Schulter und häufig ist die Schulter nicht so bequem, dann sorge ich dafür wirklich, dass der Kopf gut abgestützt ist und mein Körper ganz entspannt. Das hilft, um den Lernprozess und die Veränderung jetzt, die wir verursachen wollen, auch zu unterstützen, dass wir wirklich sehr, sehr bequem liegen, auch mit dem Kopf. Ja, und jetzt bewegen wir das obere Knie, also das linke Knie vor und zurück zur Mitte, sodass es ein bisschen über das andere Bein gleitet und mein Becken sich anfängt zu drehen, zu rotieren. Und dadurch, dass mein Knie ein bisschen nach vorne geht, rollt, gleitet ein bisschen mein Unterschenkel, mein Fuß. Das ist eine ganz kleine Bewegung nach vorne. Aber der Fuß bleibt entspannt liegen. Also ich hebe ihn nicht. Und ich hebe mein Knie nicht Richtung Bauch, sondern ich bewege mein Knie nach vorne. Genau. Ich gleite mein Knie nach vorne. Na? So dass mein Becken nach vorne so ein bisschen rollt oder rotiert und ich dadurch Bewegung fühle in den Lendenwirbel. Und achtet darauf, das ist hier immer so ein spannender Moment, ist mein Becken dann in der Mitte? Und dann rolle ich es nach vorne und kehre zurück zur Mitte. Hier geht es auch darum zu spüren, wo genau ist mein Becken? Denn häufig ist es so, dass wir seitlich liegen und mein Becken so ein bisschen gedreht ist, entweder nach vorne gedreht ist oder nach hinten. Und dass ich kann sogar noch mal mit der Hand so spüren, dass ich einmal die Hand auf den Beckenrand lege und dann so fühle, ist er jetzt genau über dem anderen Beckenrand in einer Linie in der Schwerkraft oder ist mein Becken etwas nach hinten oder nach vorne gerollt? So dass ich dann sehr präzise jetzt mein Becken bewege und ordne und spüre. Genau, und dann immer wieder wirklich nach vorne und zurück zur Mitte das Becken rollen lassen. Und achtet dabei darauf, dass ihr das Hohlkreuz meidet. Das ist eine Drehbewegung, eine Rotation und keine Streckbewegung, dass ihr dann nicht in das Muster hineingehen, dass man vielleicht dabei den Rücken streckt, sondern der Rücken bleibt ganz locker, ganz weich, ganz entspannt gerade, sagen wir mal, ohne dass ich ihn zu strecken brauche oder die Rückenmuskulatur anspannen muss auch. Nur die Bewegung kommt aus dem Bein und wieder loslassen. Und Pause machen. Jetzt könnt ihr nochmal die gleiche Bewegung machen und diesmal achten wir jetzt nochmal auf die Atmung und zwar so, dass ich mir jetzt vorstelle und vornehme, dass ich in den Bauch hineinatme, wenn mein Knie nach vorne gleitet, sodass mein Bauch ein bisschen rund wird. Und wenn ich ausatme, wird mein Bauch wieder etwas flacher. Also ich mache jetzt eine Bauchatmung ganz bewusst und dadurch wird mein Becken und mein Bauch etwas rund und kugelig und gleichzeitig rollt mein Becken nach vorne und wenn ich ausatme, rollt es zurück zur Mitte. Was verändert sich dadurch? Und kann ich vielleicht sogar bis in den Beckenboden hineindenken? Dass wirklich alles ganz rund und kugelig wird unten im Bauch und gleichzeitig mein Becken ein bisschen rotiert und sich bewegt. Wunderbar. Und wieder loslassen.
Wie atme ich jetzt? Wie bewegt sich meine linke Brustkorbseite, meine linke Bauchseite? Und dann könnt ihr nochmal auf der gleichen Seite. Die Beine sind gebeugt und jetzt lasse ich mein Knie nach hinten gleiten. Das heißt, mein Becken rotiert, dreht sich nach hinten. Genau. Und meine Füße können ganz locker aufeinander liegen bleiben. Also ich brauche nicht besonders viel zu bewegen. Die Bewegung ist wirklich wie so im oberen Skelettteil. Deswegen sagen wir immer, das Knie gleitet, weil die Füße können ganz locker aufeinander liegen bleiben. Das ist mehr so die Bewegung aus dem Knie, die dadurch natürlich meinen Oberschenkelknochen, mein Hüftgelenk und mein Becken bewegen. Und jetzt dreht und rollt mein Becken rückwärts und kommt wieder zurück zur Mitte. Auch hier kann ich versuchen zu spüren. Erstmal kann ich die Bewegung so machen, dass ich nicht ins Hohlkreuz gehe, sondern wirklich nur rotiere. Und zweitens versuche ich jetzt auch hier in den Bauch zu atmen. Und versucht jetzt mal mit der Bewegung rückwärts vom Becken, was sich leichter anfühlt, wenn ich die Bauchatmung benutze, wenn ich zurückkomme zur Mitte und in den Bauch einatme. Oder wenn mein Becken rückwärts geht und ich dabei in den Bauch atme. Versucht für euch festzustellen, wann es leichter wird, in den Bauch einzuatmen und diese Bewegung auch das Rotieren vom Becken unterstützt. Einfach, dass ich das mal so ein bisschen spüre. Ja, und da gibt es kein richtig oder falsch, sondern ich versuche jetzt zwei verschiedene sehr wichtige Bewegungen zu kombinieren. Das Atmen in den Bauch, das Rotieren vom Becken und loslassen. Und jetzt könnt ihr euch mal schön auf den Rücken langlegen und wahrnehmen, welche wunderbaren Erfahrungen ich jetzt mit dem Körper mache. Wie liegt jetzt die linke Seite auf? Wie viel Gewicht spüre ich dort? Wie wirkt die Schwerkraft auf die linke Seite, auf mein linkes Skelett und auf die rechte? Gibt es jetzt Unterschiede? Es kann sein, dass sie sich schwerer anfühlt oder leichter. Und wie atme ich jetzt in die linke Seite hinein? Gibt es jetzt dort mehr Bewegung? Gibt es mehr Bewegung im Bauch, in den Rippen, an den Seiten der Rippen, Schlüsselbein, unter dem Schulterblatt?
Kann ich noch mal rollen auf die gleiche Seite, auf die rechte Seite. Angewinkelte Beine, Kopf gut aufgestützt. Und achtet auch darauf, ist es vielleicht jetzt schon leichter, dass ich zur Seite rolle? Ja, wenn ich irgendwo es noch so ein bisschen eckig oder schmerzhaft war, dass ich merke, ah, jetzt wird es leichter. Und dann könnt ihr jetzt wieder die Arme vor euch langlegen, die Handflächen ruhen aufeinander. Und jetzt bewege ich Knie und Arme vor und zurück. Ich bewege also beide Schulterblatt, Becken gleiten nach vorne. Schulterblatt, Becken gleiten nach hinten. Und ich versuche dabei jetzt auch die Atmung mitzunehmen, sodass ich schaue, was passiert, wenn ich zum Beispiel einatme und nach vorne rolle und in mein Schulterblatt, in meinen Bauch unten links einatme, sodass das alles sehr weit wird. Und was passiert, wenn ich dann ausatme, zur Mitte gehe und zurückrolle? Und ihr könnt hier auch schauen, will ich nochmal einatmen, wenn ich zurückrolle, oder will ich ausatmen und gleichzeitig zurückrollen? Könnt beides ausprobieren. So dass ich vielleicht einatmen nach vorne gehe, ausatmen nach hinten rolle oder einatmen nach vorne. Ausatmen zur Mitte und wieder einatmen und nach hinten rollen. Ja, dass ich langsam, ganz piano das Ein- und Ausatmen in dem Becken, in den Rippen, ist eine unglaublich wichtige Bewegung, die Atmung, dass mein Zwerchfell immer weicher, immer lockerer wird. Ihr könnt auch hier wieder versuchen, längere Atemzüge zu machen, das bewegt, trainiert, flexibilisiert mein Zwerchfell. Wenn mein Zwerchfell fest ist, dann ist auch meine Wirbelsäule fest, weil es ist ein Muskel, der auch an der Wirbelsäule angebunden ist. Ungefähr dort, wo wir manchmal Schmerzen spüren, zwischen den Schulterblättern ein bisschen weiter unten. Deswegen ist es so wichtig, auch hier, dass wir die Atmung fühlen und begleiten. Und loslassen und einen Moment nachfühlen. Ja, und vielleicht merken wir durch dieses Atmen, dass man noch mal müder oder entspannter wird, weil wir jetzt mehr Sauerstoff haben im Körper. Was macht mein Unterkiefer und die Zunge im Mund? Wie fühlen sich meine Augen an? Jetzt könnt ihr auf dieser Seite noch eine letzte Variante ausprobieren. Und zwar, dass ihr jetzt Schulterblatt und Becken entgegengesetzt bewegt. Sprich, wenn mein Arm, mein Schulterblatt nach vorne gleitet, rollt mein Becken ein bisschen nach hinten. Und wenn ich ganz langsam mein Schulterblatt nach hinten gleiten lasse, gleitet mein Becken und mein Knie nach vorne. So dass es eine entgegengesetzte Bewegung ist vom Brustkorb und Becken. Und wichtig ist dabei, dass ihr die Arme gerade lasst, weil sonst die Bewegung im Ellbogen stattfindet. Und ich möchte die Bewegung im Schulterblatt stattfinden lassen und im Brustkorb. Genau. Na? Und ja, das ist dann schwieriger, das stimmt, es ist komplexer, weil ich plötzlich eine äußerst interessante
vielleicht auch ungewohnte Drehbewegung zwischen Brustkorb und Becken habe. Das ist die Drehbewegung, die wir nachher haben wollen, wenn wir über die Wiese springen und hüpfen und spazieren gehen. Dass Brustkorb und Becken sich miteinander entgegengesetzt drehen und bewegen. Das ist eine Gehfunktion. Und loslassen und auf den Rücken rollen und genüsslich nachfühlen. Wie atme ich jetzt? Wie liegt mein Rücken, mein Becken, meine Schulter auf? Welche neuen Erfahrungen mache ich gerade mit der Schwerkraft, mit meinem Körper? Wie wirkt diese Pause jetzt in mir nach? Wie atme ich? Wie bin ich jetzt? Was ist neu an mir, wenn ich jetzt hier in dieser schönen liegenden Version von mir bin und mein Nervensystem sich gerade ordnet und selbst reguliert, unglaublich aktiv ist? Ja, wir vergessen es immer wieder. Die Pausen sind notwendig für uns auch im Alltag, um mein Nervensystem regulieren und ordnen zu lassen. Und alles, was ihr jetzt fühlt, dass man vielleicht fast einschläft oder sich irgendetwas noch mehr entspannt oder interessante Unterschiede entstehen, das ist alles, weil mein Gehirn und mein Nervensystem gerade sehr, sehr aktiv sind. Und dann wollen wir doch gerne jetzt ein bisschen ausgleichen und auf die andere Seite rollen. Wir legen erstmal die Arme vor uns, die Handflächen entspannt aufeinander. Und dann lasse ich jetzt meinen oberen Arm und Schulterblatt nach vorne gleiten, so dass ich fühlen kann, wie mein Schulterblatt jetzt nach vorne geht. Und auch hier atme ich jetzt in die rechte Seite hinein, so dass, wenn mein Schulterblatt nach vorne geht, ich richtig spüren kann hinter meine Rippen, wie sie sich weiten bis unten, bis die Schweberippen. Wir haben ja immer so ein paar Rippen hier, die so in der Luft sind, die tanzen über der Taille, das ich mir vorstelle. Bis dorthin atme ich ein und alle Rippen hinten im Rücken dürfen sich weiten, während ich ein- und ausatme. Und es kann sein, dass ihr wirklich bemerkt, wie äußerst wohltuend diese Bewegung auch ist für die Rückenmuskulatur. Ja, wenn meine Rückenmuskulatur verspannt ist, kann ich nicht mehr gut atmen. Und wenn ich nicht mehr tief und lang und weit atme, verspannt sich die Rückenmuskulatur, es bedingt sich gegenseitig. Und mein Kopf darf rollen. Und sind meine Hände locker.
Ja, und achte darauf, dass die Arme gerade bleiben, also die Ellbogen, sodass die Bewegung im Schulterblatt stattfindet. Sonst beuge ich nur meinen Ellbogen vor und zurück. Das macht bestimmt auch etwas mit der Armmuskulatur. Aber wenn wir das Schulterblatt vor und zurück gleiten, dann bewegen wir ganz viel im Rücken, in den Rücken, in der Wirbelsäule und Pause machen. Nochmal beide Arme vor mir und die Handflächen entspannt übereinander. Und jetzt lasse ich mein Schulterblatt nach hinten gleiten. Das heißt, dass mein Arm ganz lang und entspannt rückwärts ein bisschen gleitet, dass die Handfläche ein bisschen nach hinten gleitet. Und jetzt atme ich ein, sodass mein vorderer Rippenbereich beatmet wird, wenn mein Schulterblatt zurückgeht. Ja, und das ist eine gute Gelegenheit, weil meine Rippen an den Seiten unter der Achselhöhle sich entfalten und drehen. Das ist ein Bereich der Rippen, den wir selten fühlen. Und dort fangen wir an, ein- und auszuatmen. Dann bewegt sich auch nochmal mein Zwerchfell. Das Zwerchfell ist an der Seite auch noch verbunden mit der Leber. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Spannungen um die Leber mit den Faszien oder um die Galle haben, dann kann man auch dort eine Erleichterung fühlen, indem wir das richtig schön weiten dort. Genau, mein Kopf rollt mit, mein Bauch bleibt locker. Und loslassen. Und dann könnt ihr nochmal, wenn die Beine gebeugt sind, jetzt anfangen mit dem oberen Knie, also mit dem rechten Knie vor und zurück. Vor, sodass mein Becken rotiert nach vorne und zurück zur Mitte. Und auch hier nochmal spüren, geht mein Becken wirklich zurück zur Mitte oder ist es leicht gedreht? Das mag ein Unterschied sein zwischen rechts und links. Deswegen ist es auch hier spannend zu spüren, weil unser Becken oft eine Rotation oder eine Drehung hat, mit der es immer geordnet ist, sodass ich richtig so spüre, wo ist mein Becken jetzt gerade? Es ist jetzt wirklich in der Mitte und dann rolle ich es nach vorne. Das kann auch wirklich helfen, ein bisschen die Hand drauf zu haben, sodass ich fühle, wo der Knochen ist. Und gleichzeitig auch zu spüren, und da kann ich vielleicht auch mal mit der Hand fühlen, ist dabei mein Lendenwirbelbereich, mein Rücken locker oder spanne ich dort etwas unnötig an? Ist mein Bauch locker? Das ist auch ein interessanter Aspekt. Und kann ich jetzt in den Bauch einatmen, sodass er ganz rund wird, wenn er nach vorne rollt, und wieder ausatmen, wenn es in der Mitte ist?
Einatmen und aus. Und wie ist jetzt die Bewegung auf dieser Seite? Vielleicht bemerke ich, dass es ein Unterschied ist. Ja, dass mein Becken sich hier leichter oder schwerer rotieren lässt. Und Pause machen. Jetzt bewegen wir das Becken einmal rückwärts. Das heißt, ich lasse mein Knie nach hinten ein bisschen gleiten. Mein Fuß und mein Oberschenkel bleiben locker und beobachte, fühle, wie rotiert jetzt mein Becken rückwärts. Sehr schön. So, dass es kann auch nur eine kleine Bewegung sein. Wichtig ist, dass ich diesen Unterschied spüre, wo mein Becken überhaupt ist, dass ich beginne zu spüren, wie mein Becken rotieren kann, wo normalerweise mein Becken ist. Es kann sein, dass ich merke, oh, mein Becken ist immer ein bisschen nach hinten gedreht. Und dann bewege ich das mal zurück auf Neutrum. Und auch hier, dass ich nicht in die Streckung gehe und meinen Rücken spanne, sondern locker und leicht nur das Becken rotieren lasse. Und wie verbinde ich das jetzt hier mit der Atmung? Was passiert, wenn ich in den Bauch hineinatme und zurückrolle? Und was passiert, wenn ich in den Bauch hineinatme und zur Mitte hinrolle? Was ist leichter, sodass wir auch versuchen festzustellen, wie Atmung eine Bewegung leichter machen kann. Und dann kann ich auf den Rücken wieder rollen und auf den Rücken eine schöne Pause einlegen. Und meinen Körper wirken lassen. Was verändert sich? Wie berührt jetzt mein Körper den Boden? Was für ein Gewicht habe ich jetzt? Wie verändert sich das Gefühl von Schwerkraft und von Unterschied zwischen rechts und links? Und wie atme ich jetzt auf der rechten Seite? Wie bewegen sich meine Rippen im Rücken, auf der Seite, vorne? Kann ich auch Bewegung im Bauch, im Becken spüren, bis zum Beckenboden auf der rechten Seite? Kann ich anstrengungsfrei atmen?
mit dir noch einmal auf die gleiche Seite rolle. Arme liegen wieder bequem und entspannt vor euch. Und beobachte nochmal, rolle ich jetzt leichter? Es ist leichter geworden, meinen Rücken zu bewegen, zu drehen. Gibt es etwas, was sich verändert hat in der Muskelqualität? Und jetzt kannst du ausprobieren, mit dem Arm nach vorne zu gleiten und auch mit dem Knie und dann mit dem Knie und dem Arm nach hinten zu gleiten. Beides zugleich. Und auch hier wieder zu schauen, wie verbinde ich das mit der Atmung? Vielleicht erstmal so, dass ich einatme in den Bauch, in den Brustkorb und nach vorne rolle, ausatme, zur Mitte zurückkomme, einatme, nach hinten rolle, sodass wieder mein Brustkorb und mein Bauch rund sind, wenn ich nach hinten rolle. Ausatmen, wieder in der Mitte. So dass die Atmung fast der Motor ist, mit dem ich dann so ein bisschen vor, zur Mitte und zurück rolle. Was wird anders in der Qualität der Bewegung, wenn die Atmung im Fokus ist? Wunderbar. Wie rollt mein Kopf? Was macht mein Unterkiefer, die Zunge im Mund? Wie rollt mein Skelett hin und her? Kann ich die Füße und die Hände locker lassen? Meine Wirbelsäule rollen lassen vor und zurück? Meine Halswirbel rollen lassen? Eine richtig schöne rollende Bewegung von den Knochen. Und wieder Pause machen. Jetzt erforschen, erkunden wir eine letzte Variante, die komplexe Variante, dass jetzt mein Schulterblatt nach vorne gleitet und mein Becken nach hinten gleitet, so dass eine interessante Drehbewegung zwischen Becken und Brustkorb stattfindet. Und erinnert euch daran, dass der Arm gerade bleibt, so dass die Bewegung aus dem Schulterblatt kommen kann. Und mein Kopf darf mitrollen mit dem Schulterblatt und mein Becken und mein Bein und mein Fuß ganz locker und leicht in entgegengesetzter Richtung. Es ist so eine kleine Scherenbewegung, die dadurch stattfindet. Und wie atme ich jetzt? Wo atme ich hin? Kann ich die Atmung nutzen, vielleicht indem ich in meinen Rippen hineinatme, in mein Becken hineinatme, dass ich leichter rollen und drehen kann? Ich kann auch die Bewegung sehr, sehr sanft machen, nur andeuten, dass ich nur ein paar Millimeter mache. Ja, diejenigen, die vielleicht ein bisschen erkältet sind oder so, dass man nur ein paar Millimeter andeutet und merkt, dass es trotzdem gerade deswegen sehr wirksam sein kann. Ohne Anstrengung, ohne Wollen, ohne Leistung.
Und Pause machen. Und lang liegen. Auf den Rücken. Arme und Beine lang liegen. Wie atme ich jetzt? Wie bewegen sich meine Rippen beim Ein- und Ausatmen? Auch die hinteren Rippen. Auch die Rippen unter der Achselhöhle. Kann ich Bewegung in meinem Bauch fühlen, wenn ich ein- und ausatme? In meinem Beckenboden. Und wie fühlt sich jetzt mein Gewicht, die Schwerkraft an? Wie schwer sind jetzt meine Beine, meine Füße, mein Becken? Welche Unterschiede bemerke ich jetzt im Becken? Gibt es eine Seite, die vielleicht jetzt mehr aufliegt? Fühlt sich jetzt mein Rücken an? Wie liegt mein Rücken, meine Wirbeln auf? Sich etwas verändert in der Qualität der Muskulatur und der Atmung im Rücken? Wie berühren die Schulterblätter den Boden? Wie ist mein Kopf auf? Und ihr könnt noch mal ein wenig mit dem Kopf rollen, nach rechts und nach links. Und auch hier jetzt noch mal spüren, sich etwas in der Qualität verändert. Wie fühlt sich mein Unterkiefer, die Zunge im Mund an? Und wieder loslassen. Jetzt lasst euch noch mal Zeit, einen Moment, einfach noch mal ein paar längere Atemzüge zu machen. Durch die Nase. Vor allen Dingen, wenn ich ausatme, einfach noch mal die Qualität beobachten. Ja, ist auch eine Atmung, die immer sehr schön und günstig ist für das Immunsystem, weil wir einfach mehr Sauerstoff bekommen. Und wie fühlt sich jetzt das Ein- und Ausatmen? Merke ich, dass ich jetzt vielleicht mehr Raum habe, mehr Bewegung, mehr Möglichkeiten entdecke in den Rippen, im Bauch, etwas zu wölben, zu bewegen? Dann kann ich einfach nur noch ganz normal
entspannt atmen und spüren, wie geht es mir jetzt? Veränderungen spüre ich in meinem Körper. Achtet immer darauf, auch jetzt, dass ihr warm seid. Gerade wenn wir uns entspannen, dass uns nicht kalt wird. Verändert sich, wenn ich sehr achtsam bei mir bin, mich aufmerksam bewege. Wer bin ich jetzt? Es ist anders. Ja, und ich werde euch heute einfach hier liegen lassen. Ihr dürft entscheiden, wann ihr aufstehen wollt. Vielleicht wollt ihr noch einen Moment entspannt am Boden bleiben und atmen und spüren. Denkt daran, dass ihr nachher einige Schritte geht und euren Gang fühlt, wie jetzt Brustkorb und Becken schwingen und wie ihr euch aufrichtet und vor allen Dingen, wie ihr atmet. Und ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche mit hoffentlich sehr viel Sonne. Alles, alles Gute, gute Besserung auch. Ciao.